Seit Anfang August sind die Adler Mannheim wieder auf dem Eis. Die eishockeyfreie Zeit ist also endgültig vorbei. Jetzt heißt es wieder Trainingslager. Und zwar in Garmisch nach guter alter Tradition. In dieser Saison war das Trainingslager sogar besonders wichtig. 7 Neuzugänge galt es zu integrieren. Dazu noch ein Chefcoach, der neu ist, und 2 Assistenztrainer, die ebenfalls neu sind. Norbert Lang war im Trainingslager in Garmisch dabei und berichtet von unterhalb der Zugspitze. Die Adler in Garmisch, das ist Tradition. Fast jedes Jahr im August kommen sie ins Werdenfelser Land für eine intensive Trainingswoche. Unmittelbar neben dem Eibsee in aller Abgeschiedenheit waren sie auch dieses Mal zu Hause. Ein Touristenziel für Besucher aus der ganzen Welt, direkt unterhalb der Zugspitze, die aber an keinem einzigen Tag zu sehen war. Das Wetter war herbstlich mit viel Regen und ganz wenigen Sonnenstunden. Ja, wir haben jetzt die Gelegenheit, gemeinsam sehr viel Zeit zu verbringen und auch sich kennenlernen als Menschen und auch als Spielertyp. Und mein erster Eindruck ist von die neuen Verpflichtungen sind verschiedene Characters. Und das macht dann Spaß, dieses anzuschauen. Und natürlich mit den neuen Coaches, die arbeiten sehr gut miteinander und sprechen sehr viel mit der Mannschaft. Und so das Kommunikation, was unheimlich wichtig ist, haben wir eine sehr gute Basis aufgebaut. Ganz so schlimm waren die Tage in Garmisch nicht, aber intensiv wie immer vor einer anstehenden Saison. Dafür sorgte die wichtigste Neuverpflichtung Trainer Jeff Ward, der Wunschkandidat der Adler Verantwortlichen. Der 52-Jährige, der die letzten 7 Jahre als Co-Trainer bei den Boston Bruins tätig war, ist ein Mann der deutlichen Worte. Ich glaube, die NHL ist gut angekommen in Mannheim. Auch von die tägliche Arbeit. Er passt sehr viel auf von Kleinigkeiten. Man sieht auch in die Training, wenn das nicht passt, das Training wird unterbrochen und eine kurze Ansprache. Deutliche Ansprache ist nicht immer hart. Es ist hart, wenn er muss, aber er kommuniziert mit den Spielern. Und die Spieler setzen das natürlich dann das Beste um. Das zumindest war deutlich zu sehen. Die Spieler haben offenbar Gefallen gefunden an ihrem neuen Übungsleiter und seiner Art. Auch wenn er auf den ersten Anschein wie ein Feldherr wirkt. Der Kanadier hat im Training auch mal gelacht. Schließlich war der Aufenthalt in Garmisch auch für ihn die Chance, seine Mannschaft kennenzulernen und damit auch die Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler. Es war eine sehr wichtige Woche für uns alle. Wir haben genau das erreicht, was wir schaffen wollten. Die Mannschaft wurde von Tag zu Tag besser. Darauf haben wir Wert gelegt. Und wir alle konnten uns hier besser kennenlernen, um bereit zu sein für den ersten Spieltag. 7 neue Spieler müssen integriert werden. Die Adler setzen in der neuen Saison auf Erfahrung und vor allem auf ihn, Glenn Metropolit, immerhin schon 40 Jahre alt. Gerade im Angriff dürften sie sich verbessert haben. Für das neue, gegenüber seinen Vorgängern deutlich offensivere System von Jeff Ward brauchten sie frische Kräfte. Schneller, körperlich robuster, so sah das Anforderungsprofil aus. Wie es scheint, haben sie dafür die richtigen Leute geholt. Man sieht das auch, das körperliche Präsenz ist da. Und das steckt sich von einer zu der nächsten an. Und das ist der, sozusagen, der Boston Bruins Eishockey ist eine sehr physische Spielweise. Und da haben wir auch die Leute, dass das umsetzen können. Und offensiv, wir sind sehr tief besetzt. Und ich glaube, dass wir, wie die letzten paar Jahre, wir werden nicht abhängig von ein oder zwei Spielern. Und das hilft schon. Nach 6 Monaten Leidenszeit war bei Christoph Ullmann zu merken, wie sehr er die Zeit auf dem Eis genießt. 2 Kreuzbandrisse in Folge hatten den 31-Jährigen lange Zeit lahmgelegt. Reha statt Eistraining, für einen Profi das Schlimmste, was passieren kann. Der erste Moment natürlich, als es hieß, dass ich jetzt 6 Monate Pause habe, stellt man sich relativ lang vor. Ich hatte allerdings jetzt persönlich gar keine Rückschläge, was die Reha anging. Also ich hatte nie einen schlechten Tag drin oder mal eine Reaktion im Knie, die negativ war. Von daher hat es von Woche zu Woche mehr Spaß gemacht.
weil immer mehr ging und immer mehr Belastung möglich war und im Training sich wöchentlich steigern konnte. Von daher hatte ich da gar keine Rückschläge oder gar keine negativen Gedanken in der ganzen Sache. Und von daher ist es eigentlich, so eine Verletzung kann ja auch immer ein Neuanfang sein oder ist ein Neuanfang. Und von daher freue ich mich, dass ich wieder da bin. Christopher Fischer erwischte es vor 2 Jahren noch schlimmer. 20 Monate fiel er aus und kam letzte Saison später zurück als gedacht. Sowohl von Harold Kreis als auch später von Hans Zach wurde er deshalb mehr als einmal auf die Tribüne gesetzt. In Garmisch hatte er nun richtig Vergnügen bei der Arbeit. Ich muss sagen, bis jetzt macht es also wirklich Spaß. Also ich habe befürchtet, dass es schlimmer oder härter wird und nicht ganz so viel Spaß macht, aber bisher alles positiv. Wir arbeiten hart, aber alles mit Scheibe und mit, also da steckt was dahinter von den Coaches. Es macht echt Spaß. Neben dem Training auf und neben dem Eis stand auch Videostudium auf dem Programm. Vor allem das neue Hybrid-Icing ist für Europäer gewohnheitsbedürftig und bedurfte einiger Erklärungen von Teal Fowler. Die Mannschaft wirkte auch hier fokussiert, immer genau beobachtet von ihrem Coach. Wenn man als Gruppe das erreichen will, was wir vorhaben, braucht man vor allem gute Typen in der Mannschaft. Das war unser wichtigstes Kriterium bei der Spielersuche. Wir haben ganz genau auf den Charakter geachtet, ohne zu vergessen, wie gut sie Eishockey spielen können. Wir haben Zwei-Wege-Spieler gesucht, die nicht nur scoren wollen, sondern auch bereit sind, für das Team zu arbeiten. Natürlich gab es manchmal lange Diskussionen und wir haben uns oft unterhalten, bevor wir einen Spieler verpflichtet haben. Ob es die richtigen sind, wird man natürlich erst im Lauf der Saison sehen, aber wir sind momentan froh, diese Jungs hier zu haben. Dieses Team, so das Fazit des ersten Spiels, muss vor allem an einem arbeiten, am Penaltyschießen. Gegen den Schweizer Meister aus Zürich scheiterten sie gleich zweimal in der regulären Spielzeit beim Duell Mann gegen Mann. Sowohl Markus King als auch Clint Metropolit brachten die Scheibe nicht am Schweizer Torwart vorbei. Zum Abschluss des Trainingslagers auf dem Heimweg zeigten die Adler in Bad Tölz gegen eine höher eingeschätzte Mannschaft eine eindrucksvolle Leistung, die auch Ex-Trainer Hans Zach beobachtete. In Unterzahl kassierten sie zwar 2 Gegentore, aber ab dem 2. Drittel gaben die Adler ordentlich Gas und kamen ihrerseits ebenfalls in Überzahl zum ersten Treffer der neuen Spielzeit, Torschütze Rob Raymond. Selbst in das 400 Kilometer entfernte Bad Tölz waren einige Dutzend Fans mitgekommen, die sich kurz vor Ende über den Ausgleichstreffer freuen durften. 92 Sekunden vor Ende war Markus King erfolgreich. Hochverdient dieses 2:2, die Adler waren physisch präsent und das Umschaltspiel war deutlich schneller als in der Vorsaison. Allerdings blieben sie im abschließenden Penaltyschießen erfolglos. Sodass unter dem Strich die erste Niederlage der Spielzeit stand. Die Zürcher sind gut gestartet, sind gleich 2-0 in Führung gegangen. Ab dem 2. und 3. Drittel haben wir das Heft so ein bisschen in die Hand genommen. Da sind auch die Abläufe, ging einfach besser. Wir haben dann mehr verstanden, was der Trainer von uns will, was wir umsetzen müssen. Ja, und dann sah das ja auch schon ganz gut aus. Das hat so wohl auch Jeff Ward gesehen, der von gleich 2 Co-Trainern unterstützt wird. Das war sein Wunsch, der von den Adlern erfüllt wurde. Neben Craig Woodcraft ist Jay Leach der direkte Ansprechpartner für die Spieler innerhalb des Coaching-Teams. Der US-Amerikaner ist beeindruckt von den neuen Adlern. Unsere Mannschaft ist mindestens so gut wie ein meiner Team in Nordamerika, vielleicht sogar besser. Vor allem, wenn man sich die spielerische Seite ansieht. Natürlich ist es ein anderes Eishockey, das in Europa gespielt wird, da die Eisfläche größer ist. Wir könnten in den Minor Leagues in Nordamerika aber sicher mitspielen und würden sogar einige ganz schön in Erstaunen versetzen. Die Tage am Eibsee könnten der Startschuss gewesen sein für eine richtig gute Spielzeit, auch wenn man vorsichtig geworden ist nach den vielen Enttäuschungen der letzten Jahre. Also wir haben es gesehen, das erste Spiel der Adler ging gegen den Schweizer Meister aus Zürich im Penaltyschießen verloren. 2 Tage später ging es zum 2. Test zu Kooperationspartner Heilbronn. Gegen den Zweitligisten war ein klarer Klassenunterschied zu spüren. Man merkt direkt, bei den Adlern weht in dieser Saison ein anderer Wind. Die Heilbronner Falken waren beim 2:10 der Adler nämlich noch gut bedient. Nochmal Norbert Lang.
Die Kolben-Schmidt-Arena in Heilbronn war fest in Adlerhand und die mitgereisten Mannheimer Fans mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. Genau gesagt dauert es 8 Sekunden, dann lag die Scheibe im Gehäuse der Gastgeber. Frank Mauer, der Torschütze. Es wurde schnell klar, dass die Adler dieses Spiel nicht als eine lockere Trainingseinheit ansahen, sondern als echten Test. Heilbronn kam kaum einmal vernünftig über die Mittellinie. Ständig wurden die Falken unter Druck gesetzt. Das 0:2 war die logische Folge. Dennis Reul, der ganz stark aufspielte mit seinem Knaller. Beeindruckend, wie Mannheim das Tempo weiter hochhielt. Auch wenn Heilbronn ein Zweitligist ist, dass sie so auseinandergenommen wurden, damit hatte niemand in der Halle gerechnet. Auf dem Eis war es nicht ein, sondern mindestens ein Zweiklassenunterschied. Kai Hospelt mit dem 0:3. Die Mannschaft hat großartig gespielt und wie man sehen konnte von der ersten Minute an. Wir wollten unsere Schnelligkeit ausspielen, was uns gelungen ist, und einige Dinge ausprobieren. Das war richtig gut heute Abend. Stark auch, dass sie erst spät einen Gang runterschalteten. Im zweiten Abschnitt jedoch wurde die Überlegenheit noch deutlicher. Innerhalb von 15 Minuten erzielten die Adler weitere 7 Tore gegen einen Gegner, gegen den sie letzte Saison in der Vorbereitung noch verloren hatten. Man darf ein solches Spiel nicht überbewerten, aber der Unterschied zu letztem Jahr war deutlich zu sehen. Auffallend die Reihe mit Metropolit, Hecht und Tardif. Das könnte die neue Top-Sturmformation der Adler werden. Diese 3 sorgten für mächtig Wirbel auf dem Eis und es war teilweise richtig klasse, was da auf das Heilbronner Eis gezaubert wurde. Wir wollen immer Gas geben, egal gegen wen es und um was es geht. Wir respektieren unsere Gegner, auch Heilbronn heute Abend, nur wir müssen an unserem Spiel arbeiten und dürfen deswegen keine Rücksicht nehmen. Und das haben wir heute getan. Sehr zur Freude der Adlerfans, die ihren Spaß an diesem Spiel hatten und die Mannschaft nach Spielschluss entsprechend feierten.